Guten Morgen. Muss man ja mal so sagen. Guten Morgen. So, ich bin zu spät. Heute habe ich echt mal verpennt. 20 Minuten bin ich später hier runter. Ja, ich bin hier. Meine Stimme ist noch da. Das ist gut. Die kann ich hoffentlich retten bis zum Wochenende. Damit ich bei meinem Geburtstag kann ich heiser sein. Da denken sie alle, ich habe hier zu viel gefeiert. Wir beginnen diesen Tag, so wie die letzten Tage, mit wunderschönstem Wetter, so wie alle Tage in diesem Jahr, habe ich den Eindruck. Wunderschönstes Wetter, das ist Ironie, falls man es nicht merkt. Die ganze Nacht, aber wirklich die ganze Nacht hat es durchgeplattert, durchgeregnet. Und heute Morgen habe ich so gehört, wie leiser wurde und dann bin ich eingeschlafen. Deswegen habe ich auch verschlafen. Das ist echt der Ding. Ja. Gibt's Neuigkeiten, Wolfgang? Moin! Der ist jetzt platt. Ich weiß nicht, woran ich gerade gefahren und dachte mir gerade, hier ist ja noch ein Radladen. Na, willst du Aufpumpen erstmal probieren? Vielleicht. Ich weiß nicht, warum das sonst jetzt gerade einfach mal so von jetzt auf gleich. Na, ist es beim Fahren passiert? Ja. Da ist vermutlich ein Loch drin. Ja, das ist ein Loch drin. Ja. Da muss man es tauschen, soll ich das machen? Ja. Mach mal schnell die Neuigkeiten noch. Lass mich doch nicht hier auf dem Trockenen sitzen. Was gibt's denn? Mit Sicherheit läuft in Berlin was falsch. Alles, alles. Keine Polizei, keine. Keine Polizei? Nee. Sind wir jetzt. Polizei. Oh mein Gott. Keine Rechtsarbeit mehr nicht. Wie? Wir wollen alles. Alle tot? Ja. Ja, sagt er. Ja. Hab ja nicht gesagt. Mit Sicherheit läuft in Berlin was falsch. Sind wir jetzt hier die Klapperschlange von L.A.? Kurt Russell. Sieht mal anders aus. Die ist für Stahl extra. Ne? Die haben hier nochmal eine Ledereinlage drin. Ah, ja. Damit das eben richtig greift. Ja. Eigentlich. Vorher macht man die alten sauber. Steht ja auch mal drauf Stahl. Bei denen steht es auch drauf, aber es sind eben ältere. Okay. Das kann sein, wenn die verhärtet sind. Naja, und du hast eine relativ harte Oberfläche, ist ja verchromte Felge. Ja. Das ist ja ultra hart. Ja. Ja. Und dann kriegst du, wenn die zwei knallharte Dinge aufeinandertreffen, ja, dann funktioniert das. Ja. Dann rutscht halt nur noch. Ne? Na, erstens. Falsche Bremsbeläge. Ist die Kamera an? Ist die Kamera an? Nimmt die auf? Ja, die nimmt auf. Falsche Bremsbeläge. Für eine V-Brake. Beinahe vor dem Fahrradladen war sie. Ich habe schon gedacht, das hat sie hier machen lassen. Habe ich schon überlegt. Wer hat denn das gemacht? Nee, hat sie natürlich nicht hier machen lassen. Ich kenne ja das ja nicht. Ich sage, wer macht denn sowas? Bremsbeläge für eine V-Brake auf diesem. Ist überhaupt und für Alufelge und der wollte ihr gleich ein neues Laufrad verkaufen. Mhm. Naja, da weil die natürlich nicht bremsen auf der Felge, also so ein Schwachsinn, da könnte ich ausrasten. Dann hat er ihren neuen Zug eingebaut, aber in die alte rostige Hülle. Also man kann hier, also ich hab's schwer, den zu ziehen. Dann ist der auch noch falsch verlegt hier. Die verheddern sich. Macht man noch nee. Das weiß ich nicht, eigentlich gefragt. Wahrscheinlich sind sie alle ein bisschen günstiger als ich. Weil sie eben auch so was machen, ne? Weil sie eben auch so arbeiten. Also sie werden bestimmt günstiger. So, gut, wir gehen. So, Frische gibt's. Ich nehme Linsensuppe und meine Frau nimmt Bauernfrühstück. Und Kaffee. Guten Appetit. So, hat der gute Fahrradladen, Mensch, also meint die gute Frau, solle das Hinterrad tauschen. Ja, das ist natürlich auch gut und schön. Wenn man Geld verdienen will, dann macht man das so, offensichtlich. Aber das ist ja gar nicht notwendig. Hier kommen die richtigen Bremsbeläge ran. Die sehen so aus für Stahl. Ja. Die kommen darauf. Ja. Die Felge wird sauber gemacht, die wird erstmal entölt. Der Schlauch muss eh gewechselt werden, Bremsbeläge kommen ab und der Bremszug kommt nochmal raus und dann kommt ein neuer rein.
zeigen darf. Ich weiß nicht, ich habe schon eine Menge verschüttet. Aber was liegt hier drin? So. Hier so drin steckt, pass auf. Alte Drosswasser. Diese alte Hülle baut man natürlich nicht wieder ein. Gut. Viel Spaß bei der Ackerei. Die Wälder. Oh, mit Haar genug steht's nah genug. Oh. Mein Werbeslogan für Haar genug. Du stehst also auf Vintage. Auf Vintage. Guck mal, und die funktionieren noch. Haar genug. Mit A genug, stets nah genug. Na, das war ja was. Da guckt natürlich keiner mehr zu, das ist klar. So was langweiliert, guckt sich doch keiner an. Interessiert das auch null. Mal nochmal gucken. Boah, Google. Was der Chines sagt. Was hat denn? Meister, guck doch mal, geht das? Ist da nicht alles? Ach Mann! Guck doch mal! Zügige Karte. Das ist kein. Das ist ein. Warte mal! Ist das nicht unflackbar? Das ist erstens nicht unflackbar. Zweitens ist es ein 26 Zoll, das ist 28 Zoll. Okay, ich hab's gesucht. Wie? Hast du den Laden nicht gefunden? Doch, ich dachte vielleicht. Also, es ist beides nicht unflackbar. Davon abgesehen, dass es die falsche Größe ist. Was wird jetzt hier zaubern? Das war eine Kiste. Ich hab, du machst jetzt zu Hause, hast du es geholt oder was? Ja. Na, ich bin ja gleich hier. Das weiß ich gar nicht. Hier ist ja mein Block, mein Schlafblock. Hier ist mein Rahmen, den habe ich auch. Mhm. Also, ganze Fahrrad noch zwei. So, hallo? Yo, check den Style besser als bei Lido. Yo, das sind die Styles. Ja, wir sind niemals so viel wie Lido. Mach mit. Pass auf, ah. Ja. Ja, check den Style, wenn ich es raus habe. Okay. Und jetzt? Erstmal lade ich. Aber nicht jetzt wie zu Hause. Wie zu Hause? Musst du nach Hause bringen. Ich wohne ja hier. Ach, ich so. Hab doch die Teile hier oben. Ach so, ich wusste ja nicht, dass du hier noch wohnst. Auch im Block? Ah, ja. Im Block, im Stock. Im Block? Okay. Wie macht man das jetzt aus, Herrgott? Ich hab's vergessen. Jo. Brauchst du nicht mehr. Achso. Ja, brauchst du nicht ausmachen. Na, ich muss das doch kurz... Aufladen. Ja. Ich muss es erstmal aufladen. Ansonsten brauche ich das ja, nicht anschließen. Mach mir eine wuschig. Ich mach dich doch nicht wuschig. So, machst du jetzt, weil ich hab ja schon, bin ja schon. Holst du und dann kannst du auch gleich wieder mitnehmen.
Hast du dein Handy ausprobiert? Handy habe ich ausprobiert, funktioniert. Ja, cool. Das heißt jetzt für dich, was du nicht wusstest, war? Da, ob das funktioniert. Das ist nämlich so eine... Ah. Oh. Du bist mein Freund. So eine Cookie-Lookie. Also hat das noch gereicht. Und hast du ein Programm dafür oder so? Das ist ja alles, das ist es ja. Das ist ja alles eins. Das funktioniert halt nur mit iPhone oder iPod. Wahrscheinlich kannst du auch andere Aufsätze draufstecken, damit es für andere Telefone funktioniert. Genau, das nur mit iPhone. Jetzt brauche ich, das hatte ich ja schon mal, aber das haben sie mir halt gekauft mit meinem iPhone. Ja, da kannst du hier tatsächlich mit gucken. Cool. Filme. Und du hast so die, als wenn du im Kino sitzt quasi, wa? Also es ist ja schon kein Scheiß von Carl Zeiss. Also es ist nicht 3D oder was? Ich meine, für 3D-Filme ist es gemacht oder für normale Filme. Das ist, wie war denn das? Das ist auch für 3D. Also du kannst entweder, hier steht es also normal, wenn es normal darstellt, und das ist auch für 3D-Filme gemacht. Also du kannst so 3D-Filme abspielen. Das ist natürlich geil. Aber wie würdest du jetzt mein Ding... Kostet 1000 Euro das Ding. 1000. Aber angenommen, du hast jetzt auf DVD irgendwie einen 3D-Film, ja? Ja. Oder, und den, was machst du denn? Naja, das geht wahrscheinlich, das ist ein Original von Zeiss für Apple gebaute Zubehör. Eigentlich müsstest du eine Kamera haben, mit der du 3D filmst. So was, ne? Nein, du kannst ja über iTunes oder so ein Scheiß, weil kannst du YouTube stellt 3D-Filme oder so was, kannst du dir 3D-Filme runterladen. Und du hast hier ein AV, wie der funktioniert, weiß ich nicht. Ist ja nur eine Klinke, da kannst du bestimmt keine 3D-Filme drüber laden. Aber ein Film 4 müsste auch nicht mehr so teuer sein jetzt, oder? Da weiß ich nicht, ich habe ewig nicht mehr geguckt. Würde sich ja jetzt nur lohnen für mich, wenn ich tatsächlich, wir haben ja kein Fernseher zu Hause. Wenn ich dann irgendwie mal einen Film gucke oder so und den anderen nicht auf den Sack gehen will, kannst du ja quasi echt in der Ecke sitzen. Das Ding sieht vielleicht bescheuert aus oder so, aber das ist ja egal, das siehst du selber ja nicht. Lass mal sehen, wie das aussieht. Da kannst du gucken. Da musst du, ja. Nee, ich will mal sehen, nee, einfach. Wie du wie ich damit aussiehst, ja. Ja, beschissen. Ich mach mal ein Foto. Das ist nämlich die Zukunft, mein Decker. Was ist die Zukunft? Das ist schon die Vergangenheit, mein Freund. Warte mal, ich muss... Das ist so future-mäßig. Das musst du ja einstellen, so. Lass mal die Hände kurz weg. Geht nicht. Nee, rutscht. Oh. Warte, doch von der Seite. Von der Seite oder auch hier? Ah. So, von der Seite. Was aus? Ich sehe alles, ich sehe dich nicht. Sven Sensor. So sieht das aus von der Seite. Sehr geil. Also nicht schlecht. Mit dem Cap so. Was brauchst du denn? Mein Fahrrad wieder. Oh, welches? Ist schon soweit. Welches ist es denn? Das weiße Mondiale. Oder oh, Mensch, hast du sogar richtig Losungswort gesagt. Ja. So sitzt du dann auf dem Sofa. So sitzt du auf dem Sofa. Ja. Das sieht schon hardcore aus. Das ist schon ganz geil. Mondial! Oder so. Ja. Pass auf, ich komme in einer Viertelstunde wieder. Ja? Ja, dann komm halt in einer Viertelstunde wieder. Bring was Schönes mit. Okay, mach ich.
Denn? Wo machst du denn den hin? Den denn? Na, den Auto. Na, da Fahrkessel wurde nicht. Nee. Und wo machen wir das? Hier reingeplatzt. Ja, das ist Konstanz. Ja, der Link sucht einen Angelfreund. Wer? Der Wolle. Ein Angelfreund? Oh, da habe ich einen. Also nicht ich, sondern hat mir schon ein paar Mal gesagt. Ja, ne? Also der hat jetzt 5 Wochen Kur auf Usedom hinter sich. Der hat mich schon angeschrieben mit: Ich will mit dir Federball spielen. So halt nicht. Und angeln wollte er vorher, hat er schon mal gesagt. Oder ist er Bock, das aktiv zu tun? Ja, doch, der ist jetzt mit der 40-Stunden-Stelle. Ach so, naja, gut, dann ist er nicht ausgelastet. Der ist überlastet, so wie die meisten. Ja. Und deswegen der Federball. Federball um runterzukommen. Ja. Oder angeln. Oder angeln, genau. Oder der könnte dich aber zuquatschen, Wolle. Also der ist noch voll geladen, glaube ich. Habe ich schon manchmal so flattern, wenn er erzählt. Und Wolle das Fenster haben sie zugemacht. Wie? Zugeklebt. Die streichen die Fassade und dabei haben sie das Fenster abgeklebt. Geht nicht mehr auf, oder was? Jetzt wieder, ne? Na doch. Habe ich richtig verstanden. Oh Gott, dein Habitat. Lass die da nicht rumfuschen. Warum verteidigst du das Ding? Aber jetzt wird es natürlich noch hässlicher. Ach, der ist es. Ach, der ist von deinem Haus her, ne? Wie lange brauchen die denn? Haben die was gesagt? Scheiße, hässlich. Hast du mal gefragt, wie lange du insgesamt brauchst? Ja, nee, ich weiß nicht. Das ist alles, alles ist schon. Vor allem, wenn ich sie noch verkaufe. 31. Gut, dann schaffst du es halt auch. Wenn sie so stört. Der Hund hat den internationalen Designpreis gewonnen. Tu mal mit dem internationalen Designpreis. So, und was kostet es, wenn du den dran schraubst? Also, wenn du jetzt habe ich bestimmt nicht. Die Maler meiner schon immer einen Monat überwacht, der Hund jammer mit Jan. Darfst du. Darfst du. Aber pass auf mit der Treppe. Das ist mir mal. Da habe ich selbst mit meinen Kindern noch. Nee, das lass mal. Das lass mal da hängen. Was bedeutet das, wenn die runterfällt? Dann hebelt mal oder ja. Irgendwie. Haben Sie Ahnung mit Spielen? Deine sind einmal runtergefallen? Nein, ich bin da runtergefallen. Was? Ja, nee, das ist natürlich. Mir geht es ja auch nicht darum. Jetzt so, das war in erster Linie tatsächlich. Ne, du kannst sehen, was ich mache, was ich wie repariere oder so. Und hier finden ja auch manchmal recht lustige Dinge statt. Ja. Also totaler Quatsch. Ich habe ja auch so verschiedene. Vergisst du auch manchmal, dass hier Kameras sind? Nee. Also was heißt vergessen? Ich nehme sie ja nicht mehr wahr in dem Sinne. Ja. Außer dir, mit der ich sowieso arbeite.
Also die mit der mache ich ja noch nebenbei. Noch eine nächste Aufnahme. Das ist ja eine feste. Aber mein Videotagebuch quasi, das mache ich ja mit der. Wo du richtig aussprichst. Ja. Das ist echt geil, das habe ich echt nicht gewusst. Klarer Müll im Fahrradladen. Hat sie ja nicht gewusst. So ist es. Ne? Verrückt. Talkrunde haben wir doch hier im Fahrradladen schon gehabt. Auch total langweilig. Ich versuche mit meiner Frau schon seit langem die Talkrunde mal zu gucken. Aber ich glaube, wir sind jetzt, sie ist zum vierten Mal eingeschlafen. Also so langweilig ist das halt. Geht aber auch 3,5 Stunden und ist ja mein Konzept dieser Talkrunde. Ist zum Worum Beispiel ging's im Fahrrad? Ungeschnitten. Ach, wir haben doch überhaupt keine Themen richtig. Wir sind einfach wild. Was heißt hier, hey? Aber wirklich, ne? Ja, also, Terror hier, oder? Na, warte, geh, Max. Weißt ja, kennst ja. Ja, na, ich kann das dann noch so nur dreisterweise so machen. Nimm mal, was du dir nehmen magst. Nee. Zieh da? Wenn du willst. Ja, komm. Ja, das hat ja keinen festen Preis, Kindern hier irgendwie aufs Fahrrad zu helfen. Nein, aber ich weiß ja zu schätzen, dass wir dich haben. Außerdem komme ich ja vielleicht nochmal mit den Lampen rum. Ja, komm mal mit den Lampen. Wenn ich nicht Was du brauchst zum Fahrradfahren lang? Kannst du eigentlich dran erinnern. Aber okay, ist ein bisschen. Aber meine Nichte ist richtig schnell gegangen. Wie schnell? Ein paar Wochen. Ein paar Wochen? Ich weiß nicht, sie hat. Also ich finde es ja normal, wenn. Sie hatte ein Laufrad und deswegen konnte sie sich schon eigentlich. Also Laufrad hat sie halt gelernt und dann, als sie aufs Fahrrad gestiegen konnte, Fahrrad. Kann man nicht Fahrradfahren, ja. Genau. Das lernt man Laufrad also im Übergang vom Laufrad zum Fahrrad ist normalerweise einfach. Aber ich hatte keinen Bock. Oh Mensch, wa? Musst du sie fragen? Also das kann ich ja selber ja nicht beurteilen. Also ich muss sagen über mich selber, ich finde selber auch immer wieder aufregend, viel, voll. Jetzt kommst du. Jetzt komme ich gleich. Das ist jetzt, jetzt bin ich bis um 8 Uhr auf definitiv voll. Na gut, liebe Leute, ich würde mal sagen, ich schließe für heute. Damit ich das alles die Schnitten bekomme. Ich habe so viel Videomaterial, Leute, das muss ich sichten. Deswegen mache ich schon mal 1,5 Stunden vor Feierabend Schluss mit dem Querschnitt. Wenn jetzt wirklich was sehr Aufregendes passiert, wie gesagt, kennt ihr ja, schalte ich nochmal ein. Aber ansonsten werde ich jetzt erstmal das Videomaterial bearbeiten. Weil, komm, sonst blicke ich hier nicht mehr durch. Und ja, ich freue mich, wie gesagt, immer wieder, dass ihr dabei seid. Wir sehen uns morgen. Da kommt was. Bis dann, ciao.